Hallo und willkommen. In dem Video sehen wir uns den Bulletproof 25 Ampere Bell Heli S ESC von Team Black Sheep genauer an. Wir schauen uns nicht nur die Specs an, wir gehen auch gemeinsam durch, wie der ESC an einen Flugcontroller anzuschließen ist. Und abschließend werden wir den ESC auch mit der neuesten Firmware flashen. Erhältlich sind die ESCs unter anderem bei redpi.de, URL ist in der Beschreibung, der ESC kommt mit 18 und 22 AVG Kabel sowie einem Schrumpfschlauch. Der 3 Gramm leichte und 17x25 mm große ESC kann Signale von PWM bis D-Schalt 600 verarbeiten. Er schafft 25 Ampere Dauerlast, wobei ein Überlastungsschutz ein Durchbrennen verhindert. Er kann mit einer Spannung von 2S bis zu 5S umgehen. Ab 6S übernimmt TBS keine Garantie mehr. Für die Verwendung von 6S-Lipos wird jedenfalls der Einbau eines 220 Mikrofarad Größe 35 Volt Kondensators empfohlen, genauso wie bei der Verwendung von schweren Propellern mit hohem KV-Wert, ungeachtet der Spannung. Ansonsten ist natürlich kein separater Kondensator erforderlich. Er soll sich durch schnelle Reaktionszeiten bei Beschleunigung und Bremsung auszeichnen. Wir werden das im Rahmen eines Build-Videos zu einem späteren Zeitpunkt testen. Die ESCs sind mit einem Schutzlack überzogen, um vor Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen. Die Kehrseite davon, manchmal sind die Lötstellen auch mit betroffen. Wenn das der Fall ist, können die Lötstellen mit Isopropanol gereinigt werden, um das Löten zu erleichtern. Die drei Motorenkabel werden an die drei Lötstellen für die Motorphasen gelötet. Sollte die Motordrehrichtung falsch sein, entweder zwei der drei Kabel tauschen oder über die Software die Drehrichtung invertieren. Das geht sowohl über die ESCs als auch über die Flugcontroller-Software. Batterie Minus, 18 AVG schwarzes Kabel, geht zum Ground am PDB oder Akku. Batterie Plus, 18 AVG rotes Kabel, geht zum Plus am PDB oder Akku. Unbedingt auf die Polarität achten, eine falsche Polarität zerstört den ESC. Das weiße Signalkabel kommt an das jeweilige Motorsignal am Flugcontroller. Für digitale Signale wie das D-Schalt-Protokoll ist das Signal Ground nicht unbedingt erforderlich. Ansonsten Signal Ground am ESC mit Signal Ground am Flugcontroller verlöten. Das Flashen des ESCs machen wir über den Flugcontroller. Wie die ESC-Konfigurationssoftware Bell Heli Suite zu installieren ist, zeige ich in einem anderen Video nun rechts oben eingeblendet. Props sollten keine drauf sein. Einfach den Flugcontroller via USB anschließen und Bell Heli Suite öffnen. Die 5 Volt vom USB reichen nicht aus. Wir brauchen VBAT angeschlossen. Das COM-Port muss für das Flashen frei sein, es darf also zum Beispiel Betaflight nicht gleichzeitig mit dem Flugcontroller verbunden sein. Mit einem Klick auf Read Setup lesen wir nun die Konfiguration aus. Dazu muss der ESC wie angemerkt mit Akkuspannung versorgt sein. Wir sehen nun die Default-Settings, wie der ESC ab Werk ausgeliefert wird. Was die Parameter bedeuten, erkläre ich in einem Video nun rechts oben eingeblendet. Die Hardware der ESCs sollte automatisch erkannt werden. In dem Fall ist es ein FH0 TBS Bulletproof 25 Ampere. Eine Übersetzungstabelle der Codes findet ihr in der Beschreibung. Jedenfalls sehen wir auch die auf dem ESC befindliche Firmware-Version. Mit Klicken auf Flash Firmware kommen wir zur Auswahl der verfügbaren Firmware. Wir nehmen die neueste Version, 16.7 in dem Falle. Mit Flash Firmware wird diese Version eingespielt. Ein kleiner Hinweis, es empfiehlt sich, sowohl die gleiche Hardware als auch die gleiche Firmware zu nutzen. Sind mehrere ESCs angeschlossen, können diese natürlich im Batch-Verfahren geflasht werden. Mit dem TBS Bulletproof 25 Ampere Bell Heli S hat man einen der hochwertigsten ESCs am Markt. Wenn man den Berichten Glauben schenken darf, ist ein guter ESC wichtiger als ein guter Motor. Leider lässt das Wetter derzeit keinen Testflug zu, weshalb ich an der Stelle auf das kommende Bildvideo verweisen möchte, wo dieser ESC zum Einsatz kommen wird. Das war's zum Team Black Sheep Bulletproof 25 Ampere Bell Heli S ESC. Wenn das Video informativ und hilfreich war, bitte ich um Daumen hoch und ganz besonders freue ich mich, wenn ihr den Channel abonniert.